Herzlich willkommen in der Welt von Nothing But Nails. Ich habe ein Anliegen. Und zwar habe ich eine Schülerin gehabt, beziehungsweise es haben mir eigentlich schon mehrere Schüler gesagt, aber jetzt bei der letzten Schulung, da bin ich so entsetzt gewesen, weil es gibt in unserer Branche ein paar Leute, die, wie soll ich das sagen, die der Meinung sind, man könnte einen säurehaltigen Primer auf Haut drauf machen. Also mich schockiert das dermaßen, dass ich mir jetzt gedacht habe, ich muss unbedingt mal ein Video machen, um euch ja so meine Meinung wiederzugeben. Ich bin kein Chemiker und ich will mich auch nicht weit aus dem Fenster lehnen. Aber ich mache seit 32 Jahren Nägel und es war damals so, als ich angefangen habe zu lernen, ich habe mit Acryl angefangen, 1987, das ist eigentlich schon gar nicht mehr wahr, da sind wahrscheinlich einige von euch noch gar nicht geboren. Oh Gott, ich bin so alt. Aber als ich damals angefangen habe, da wurde mit Acryl gearbeitet, das war ziemlich hart. Das Acryl, das Powder hatte keine Farbe, also es war nicht eingefärbt, sondern das war einfach nur klar oder ganz leicht rosé. Und es wurde immer ein Primer aufgetragen. Also es wurde immer ein säurehaltiger Primer aufgetragen. Das Zeug hat fürchterlich gestunken. Es war aber einfach so, dass die Materialien ohne diesen Primer nicht gehalten haben. So, und jetzt möchte ich euch eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe zu der Zeit schon ein paar Jahre, meine Tochter war auf jeden Fall schon geboren. Es war auf jeden Fall nach 1990, aber es muss ungefähr so in diesem Dreh gewesen sein. Da habe ich ganz normal meine Kundin gearbeitet und ihr kennt das ja wahrscheinlich, wenn man, habe ich irgendetwas, was so ein bisschen fast leer ist? Ja, hier, so, der ist fast leer. Wenn man auf dem Tisch etwas hatte, oder wahrscheinlich auch jetzt, wenn man irgendetwas hat, dann, und das ist fast leer, oder es ist halb voll, und man kommt mit dem Pinsel nicht so richtig dran, kennt ihr, ne? Dann machen wir diesen hier. So, und das habe ich auch gemacht. Also in dem Primer war nicht mehr ganz so viel drin. Ich habe den Primer so gekippt. Und achso, ich muss noch dazu sagen, ich habe damals etwas anders gearbeitet. Also ich war immer schon so, dass ich gedacht habe, ich habe immer den Leuten, die bei mir gearbeitet haben, gesagt, ihr müsst einen gesunden Ekel gegen den Staub entwickeln. Das hieß, auf dem Arbeitsplatz war ein Handtuch. Also ich hatte Unmengen von Handtüchern, die ich immer gekocht habe und habe den Arbeitsplatz abgedeckt mit diesem Handtuch. Und hatte dann, wenn ich dreckig gearbeitet habe, also dieses Handtuch war quasi so, das war ein großes und das lag da für die Kundin und dann hatte die da ihre Handauflage, da lag das drüber und dann hatte ich das hier vorne. Und wenn ich dreckig gearbeitet habe, so hieß das bei mir immer, ne, wenn ich gefeilt habe, dann hatte ich das offen, sodass der Staub hier gesammelt wurde. Und wenn ich sauber gearbeitet habe, also wenn ich modelliert habe oder wenn ich Farbe aufgetragen habe, damals gab es ja noch kein Farbgel und nichts, da haben wir ja poliert und mit Nagellack gearbeitet, dann habe ich das zugeklappt. So, das Handtuch war zugeklappt, ich habe modelliert, ich habe die Flasche genommen, habe diese Flasche gekippt, weil da ja nicht mehr so viel drin war und dann ist mir die Flasche umgekippt. Zack, auf das Handtuch. Und dann habe ich gedacht, naja, komm. Kannst du die Kundin, die machst du jetzt eben noch schnell fertig. Und dann kannst du ja die Sachen auswechseln. Ja, das war mal eine richtige Scheißidee. Diese Dämpfe, die in dem Handtuch waren, also ich hatte das ja umgekippt und das ganze Handtuch war voll mit dem Primer. Und diese Dämpfe, die dann beim Arbeiten hochgestiegen sind, die sind mir in meine Augen gegangen. Und dann konnte ich ein paar Stunden lang nichts mehr sehen. So. Und da habe ich gelernt, also ich habe diesen Primer als mega, ja wie soll ich sagen, ich habe einen als mega Respektsperson kennengelernt.
Also danach habe ich, also es ist mir noch ein paar Mal passiert und es ist auch ein paar Kollegen von mir im Studio passiert. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schnell und wie hektisch ich, wenn sowas passiert ist, immer alles, was auf dem Tisch lag, sofort ausgewechselt, raus in die Waschmaschine, den Platz sofort sauber gemacht, in die Tüte, zugeknotet, den Müll rausgebracht, in den Mülleimer, weil diese Schmerzen, die ich damals hatte von diesem Primer, die werde ich niemals vergessen. Und ich habe so eine Angst um mein Augenlicht gehabt, das kann sich eigentlich keiner vorstellen. Danach habe ich mir so ein Ding gekauft. So eins hier. Und das Teilchen, das ist schon so alt. Also ich glaube, ich habe noch eins gehabt und das andere Ding, das war dann so verranzt irgendwann. Das ist aus Gummi. Und da steckt heute unser säurehaltiger Primer drin. Man kann das Ding hier schräg reinstellen. Oh, Moment. Dieses Gummiteil, so. Man kann die Flasche so da reinstellen und dann, wenn man den benutzt, dann ist die Flasche schon automatisch schräg. Also hier ist jetzt auch nicht mehr ganz so, doch, der ist noch halb voll. Aber ich benutze ihn eigentlich gar nicht. Also ich habe überhaupt keine Kunden, ich habe auch kein Modell, ich habe niemanden, den ich damit bearbeite. Ich arbeite eigentlich generell nur mit dem säurefreien Primer, aber auch nur, wenn ich Problemkunden habe. Und diesen hier, da den haben, glaube ich, nur in unserem Studio insgesamt 2 Kunden. Also ich glaube, Janine hat eine, wo sie es drauf macht und Philo hat, glaube ich, auch nur eine. Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall steht der immer da hinten. Den eigentlich benutzt den keiner. Aber wenn wir ihn brauchen, haben wir ihn da. So, wenn ich eine Basisschulung habe, dann erkläre ich eigentlich den Basisschülern immer so sämtliche Chemieprodukte, die, also mit meinem Wissen, was ich halt habe, die ich für die Modellage brauche. Vom Cleaner bis zum, nein, alle Produkte eigentlich, weil die Feilen erkläre ich. Ne? Also alles, was so in der Basisschulung wichtig ist. Und irgendwann kommt auch das Thema zum Primer, also Primer Bonder, weil der Bonder ist ja ein Gel, ein Bondergel. Es gibt auch, es gibt auch lichthärtende Primer, aber es sind eigentlich für mich dann auch Bonder. Also alles, was in der Lampe gehärtet wird, ist für mich ein Bonder. Egal, ob es jetzt aus so einer kleinen Flasche mit einem Drehverschluss ist, wo ich dann so Tropfen auf den Nagel mache, habe ich auch früher vor 25 Jahren gehabt, sowas. Weiß ich nicht, habe ich, glaube ich, so 2-3 Mal gehabt, aber das war nie so meins. Ich habe immer gesagt, den flüssigen Primer, den nehme ich für Acryl und den Bonder Primer, den nehme ich für Gel. Und bei den beiden Primern habe ich ja jetzt, ich habe einmal den säurefreien Primer, ich habe den säurehaltigen Primer. Ich gebe jede Flasche bei einer Basisschulung einmal rum, dass alle dran riechen. Bei dem säurefreien habe ich eigentlich gar keine Bedenken, weil ich finde, der riecht gut. Also jeder Fremde, der reinkommt oder jede Neukundin würde wahrscheinlich sagen, boah, da fällt man tot um. Aber ich finde, der riecht gut. Also. Und bei dem säurefreien Primer habe ich auch überhaupt kein Problem, den auf meinen Finger zu machen, weil das erkläre ich so meinen Schülern. Wenn ihr das ein paar Mal macht, wenn ihr den auf den Finger macht, so erkläre ich die Adhäsion. Adhäsion heißt Klebkraft. Und wenn man das jetzt hier so sieht, der fängt irgendwann an, ne, dass der klebt. So, und das ist halt der, das ist halt so der Grundgedanke des säurefreien Primers. Das ist quasi ein Kleber. Der soll die nachfolgende Schicht auf dem Nagel halten. So, jetzt wird es so richtig schön klebrig. So, und irgendwann ist das dann so klebrig. Ich meine, ich würde nie zusammenkleben, aber kein Problem. Kann ich wieder abmachen. Ich nehme einfach meinen Cleaner und mache das wieder ab. So. Riecht auch nicht mehr, riecht nur noch nach Cleaner. Das würde ich niemals, nie, 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 nie mit dem säurehaltigen machen. Nie. Ich sage immer, wenn die Flasche rumgeht,
dreht die Pinsel. Boah, da draußen schüttelt sich die Gloria. Dreht den Pinsel im Gewinde so oft wie ihr könnt, haltet es nicht nah an euer Gesicht und tragt diesen Primer, also wenn ihr daran riechen wollt, dann, das kann nicht die Gloria, das ist die Dollar. Hallo Dollar, mein Männchen. Hallo. Ich muss jetzt hier was erklären. Lass dir mit deiner Betonnase weg, das stinkt. So, und ich sag immer, wenn ihr daran riechen wollt, tut mir bitte einen Gefallen, haltet nie die Flasche unter die Nase, sondern nehmt immer den Pinsel und mit so einem Abstand. Und dann wird einem eigentlich schon schlecht. So. Wenn der auf die Haut, ach so, dieses, wenn der im Gewinde gedreht wird, dann, ich weiß, habe ich jetzt bestimmt 20 Mal gemacht oder so, die Menge reicht vollkommen aus für 5 Finger. Beginnend am Daumen, weil das die größte Fläche ist. Und endet mit dem kleinen Finger. Weil wenn ich am kleinen anfange, habe ich möglicherweise zu viel drauf. Und dann läuft der Primer hinten in die Haut. In den Nagelfalz, unter den Wall, im schlimmsten Fall unter das Hyponychium. Hat jemand von euch schon mal säurehaltigen Primer unter dem Hyponychium gehabt? Ich hatte das schon mal. 3 Stunden, 4 Stunden Schmerzen, aber ohne Ende. So, und jetzt höre ich, unfassbar, ich kann mich eigentlich kaum wieder einkriegen. Ich höre, dass man mit so einem Primer Nagelhaut entfernen soll. Das ist nicht euer Ernst, Leute, oder? Wie gesagt, ich bin kein Chemiker, aber ich weiß, was dieses Scheißzeug anrichten kann. Und ich habe sogar in einem Video gesehen, dass jemand säurehaltigen Primer, Methacrylatsäure, dass das jemand als Nagelhautentferner, weil auf einer Schulung, das habe ich von meiner Schülerin, auf einer Schulung gelernt, säurehaltigen Primer als Nagelhautentferner benutzt wurde. Was habt ihr vor? Wollt ihr die Finger wegätzen? Oder was habt ihr damit vor? Der ist nur für die Hornschicht. Der ist nur für die Nagelplatte gedacht. Der ist nicht für die Haut. Der ätzt alles weg. Das kann nicht euer Ernst sein. Also bitte, liebe, liebe Nail Designer, tut mir einen Gefallen. Keinen säurehaltigen Primer auf Haut auftragen. Und wenn ihr mal zu viel genommen habt, dann nehmt ihr sofort eine dicke Packung Watte und dann macht ihr da ganz viel Cleaner drauf. Und dann reibt ihr das trocken, 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 trocken. Und von mir aus auch reines Aceton, um das ganz, ganz, ganz schnell wieder wegzunehmen. Aber bitte nicht als Nagelhautentferner benutzen. Ja, ich habe da schon mit ein paar Kollegen drüber gesprochen, die auch meiner Meinung sind und die genauso entsetzt sind wie ich. Und ich musste das jetzt echt loswerden. Tut mir leid, wenn ich einige Leute gegen mich aufgebracht habe, aber ich würde das niemals tun. Nie. Niemals. Und tut mir einen Gefallen, teilt das Video. Ich finde, das muss die Nageldesigner-Welt echt wissen. Tschüss, bis zum nächsten Video. Da gibt es wieder Nägel.